Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen Pokémon mal wieder, die Smaragd-Edition, aber diesmal zum ersten Mal, ja. Willkommen zu Let's Play Pokémon Smaragd-Edition. Warum spiele ich dieses Spiel gerade? Weil es geil ist? Ja, deswegen auch. Nein, sagen wir es mal so. Ich hatte einen wunderbaren, richtig schönen, Tag hinter mir und hätte gerade irgendeiner Typ, der vor meiner Garage geparkt hatte, einer auf die Fresse geschlagen und ich muss mich irgendwie abreagieren. Und da ist mir doch was in den Sinn gekommen. Heute Morgen hat mein lieber Abonnent geschrieben: Hey, wie sieht's aus? Mach doch mal bitte ein Let's Play von Pokémon Smaragd. Ich habe mir gedacht, weißt du was, lieber Gnamp14? Das mache ich. Und zwar heute schon, ja. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen gleich mal an und genießen dieses wunderbare Spiel. Die interne Batterie ist verbraucht. Es wäre mir neu, dass mein PC eine Batterie-Intus hat. Spike, hast du eine Batterie-Intus? Ich glaube nicht, aber du heißt Cooler Master. Das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Das Spiel kann fortgesetzt werden. Ja, aber zeitbasierende Spiel-Events werden nicht installiert. Wir werden niemals aufwachen, weil die Zeit nicht vergeht. Oh mein Gott! Ja, du musst dich mal rasieren, du Typ, bitte. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Baum. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Es sieht aus wie ein Baum. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen. Als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien... Mysterien, genau, das ist ein neues Wort, das habe ich, Professor Birk, erfunden. Mysterien. Ja, das habe ich schon, patentieren lassen. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Zieh dich mal aus, damit ich das ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen kann. Ja, da wärst du jetzt recht, dass ich ein Mädel wäre, schon klar war. Tut mir leid, ich bin ein Junge, beschwer dich bei meinen Eltern. Fein, und wie heißt du? Ja, wie heiße ich? Ich heiße Spike, denn Spike ist gut, denn Spike ist unbesiegbar, denn in Spike ist das K von Chuck Norris. Ja. Ah, du bist also Spike. Das habe ich doch schon bei Google gelesen. Ja, dieses K, das kenne ich doch irgendwoher. Oh Gott, wie komme ich auf so einen lowen Witz? Oh Gott! Moment mal, das I von Spike kommt doch in Norris vor. Oh mein Gott! Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du hast Spike und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Bring Kaffee und Kuchen mit. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt mal für euch ein bisschen Pokémon, wenn ich doch so lieb von einem Abonnenten gebeten werde. Ich will es nicht erwähnen, dass mir ein Messer an die Kehle gehalten hat, während er gesagt hat, spiel Pokémon! Aber... ja, das muss jetzt hier nicht erwähnt werden. Wir wollen erstmal hier ein bisschen schauen. Auf der Kiste ist ein Pokémon-Logo. Es ist ein Umzugs- und Lieferservice einer Pokémon-Firma. Es ist das erste Mal, dass ich diese Kisten anspreche und es ist das erste Mal, dass ich diese Textbox lese.
Kann ich hier noch irgendwas mit irgendwas sprechen? Nein, nicht. Na dann. Spike, wir sind da, Schatz. Oh Gott, Entschuldigung. Oh. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Beifahrersitze gibt es nämlich noch nicht, mein Schatz. Tut mir leid. Nun, wir sind im Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Spike. Lass uns hineingehen. Ja, in Wurzelheim würde ich schon gerne leben. Moment mal. Spinn ich oder ist es ein Mundtier? Das ist doch normalerweise ein Maschok. Okay, ich gebe es zu, ich habe Pokémon Smaragd seit ein paar Jährchen nicht mehr gespielt, aber ich habe immer die Pokémon Saphir-Edition gespielt. Aber naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Siehst du, Spike, hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Spike, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Apropos Uhr, wie viel Uhr ist es eigentlich? Ich muss auf die Uhr meines PCs schauen, denn ich muss auch regelmäßig schauen, wie lange ich aufnehme. Denn es ist gerade Essen in meinem Backofen und ich habe Hunger. Und ich habe mir gedacht, während dieses liebe Essen im Backofen ist, kann ich euch doch ein bisschen Pokémon aufnehmen. Denn die Uhr steht geblieben und deswegen muss ich sie neu aufziehen. So, wie viel Uhr ist es denn gerade? Es ist also 6:30. Ja. Dann machen wir das doch mal. PM. 6 und... Ey, 6 ist eigentlich auch gut. 6 ist immer gut. Lassen wir das Thema. 6:30. Wunderbar. Aber wir wollen es auch ganz genau sein, weil es ist ja bei mir 18.28 Uhr. Könnte das 18.28 Uhr sein? Warte mal. 29, 28, 27... Nee. Machen wir so. Wird schon passen. Spike, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja, passt schon so. In GameCube! Spike, du bist so unmodern! Es gibt doch schon die Wii U! Kauf dir eine GameCube! Nein, kauf dir eine Wii U! Gottes Willen! Im Übrigen, nein, ich besitze keine Wii U und ich weiß noch nicht, ob ich es mir kaufen werde, weil das Zeug arschteuer ist. Und wenn man hier eigene Wohnung hat und selbst für sich so kochen muss und so verfressen ist wie ich und für 5000 Euro im Monat essen muss, dann bleibt nicht viel für eine Konsole übrig. Ja. Ich bin so traurig. Ich bin so pleite. Was möchtest du tun? Ich möchte Geld! Ich möchte Geld abheben! Bitte gib mir doch nur Geld! Nein, ich will keinen Trank, ich will Geld! Ich will nur Geld, das ich jetzt irgendwie so ausdrucken kann! Ach, das wäre so schön. Das wäre so schön. Ach ja. Hier haben wir eine Karte, die wir uns mal anschauen können. Hey, wow, ich kann mir sogar schon anschauen. Hier, Flussbrunn und Xenarovil und lauter komische Namen. Wuhu, wir sind in Wurzelheim, wuhu. Ich freue mich und total. Und ich muss was trinken. Mein Hals, der kotzt mich noch an. Nein, ich muss schon wieder reden. Oh, Spike, Spike, schnell, komm schnell hierher. Schnell, ich habe einen Eisprung. Nee, jetzt habe ich mich bekleckert mit meinem Tee. So. Nicht mal mehr trinken kann ich, Wahnsinn. Da, das ist die Arena von Blutbox City. Ich glaube, die Fahrt ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blutbox City. Oh mein Gott, ich bin der Sohn eines Interviewers. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fati war im Fernsehen. Wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatis Freunden lebt hier. Professor Burke ist sein Name. Er lebt gleich nebenan.
Daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Na, dann machen wir das doch mal. Deine Küche ist so sauber und ordentlich und alles ist abgespült. Komm zu mir nach Hause, ich will nicht abspülen. Komm zu mir nach Hause, ich habe keine Spülmaschine. Los, beweg deinen fetten Hintern zu mir nach Hause und spül ab. Meine Güte, zu nichts zu gebrauchen, die Eltern von heute. Nun, meine Güte, zu nichts zu gebrauchen. Was kostest du so blöd, du fetter Dingsbums? Wenn du einen PC benutzt, kannst du dort Items und Pokémon lagern. Die Kraft der Wissenschaft ist atemberaubend. Na, wenn du das sagst, Schwabbel. Sollte ich nicht zu Professor... Oh, mein Gott, ich bin doch so ein Vollidiot. Ja, ich muss zu Professor Birk. Birk, er heißt nicht Birk, er heißt Birk. Und, aber bevor ich zu dem muss, zu Professor Birk, sollte ich doch mal hier hochgehen. Apropos, Lasagne. Oh mein Gott, ich hab verraten, was es heute bei mir zu essen gibt. Oh, oh, oh. Es gibt Lasagne. Die ist noch nicht lange im Backofen, gut. Wenn du durch das hohe Gras läufst, wirst du wilde Pokémon entdecken. Das ist gefährlich, wenn du kein eigenes Pokémon dabei hast. Gottes Willen, schlagt mich mal einer. Oh Gott, schlagt mich mal einer. Au. Ich sollte mich nicht selbst schlagen, es tut echt weh. Oh. Ach, ich muss doch zuerst mal hier zu den Nachbarn, ich Vollidiot. Oh Gott, Dummheit muss wehtun, deswegen habe ich so Kopfweh. Oh Gott. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Spike, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon drauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Ja, Freundschaft zu schließen. Ja, genau. Das erinnert mich irgendwie gerade an Facebook, weil Facebook mich heute irgendwie angekackt hat, warum ich Leuten eine Freundschaftsanfrage schicke, die ich anscheinend nicht kenne. Facebook, mal gut herhören, liebe Facebook. Teil Dingenskirchen da. Woher wollt ihr wissen, wen ich kenne? Nur weil ich irgendwie keine gemeinsamen Freunde mit dem Fuzzis da habe, denen ich eine Freundschaft angeboten habe. Ich kenne nun mal, meine Freunde kennen sie nun mal nicht alle untereinander. Es tut mir leid, dass ich einen großen Freundeskreis habe. Es tut mir leid, dass ich Freunde um die Welt habe. Es tut mir unendlich leid, Facebook. Ich bin nicht würdig. Was? Wer bist du? Ach, du bist Mike. Du bist hier heute eingezogen. Ich bin Maike. Möchtest du mein Bett ziehen? Ich meinte, schön, dich kennenzulernen. Ich werde dich heute Abend noch besser kennenlernen. Du weißt, was ich meine. So ein bisschen Ketchup. Wenn du verstehst. Ich hab diesen Traum. Gottes Willen, fang nicht mit sowas an. Du kannst mir auch leichter rumkriegen, ganz ehrlich. Mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Gottes Willen, komm mal ganz, ganz dringend in die Pubertät. Ich hab schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Spike, und wir Freunde werden. Ist es nicht albern? Ich habe doch dich gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Spike, wir treffen uns später. Ich muss mal kurz auf YouPorn. Maike, nur mal so nebenbei. Ich dachte, du solltest Professor Birk helfen. Und nicht irgendwie jetzt an dem PC und auf YouPorn. Ich meine, wenn du einen Porno willst. Nein, 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 ich habe vielleicht minderjährige Zuschauer. Ich darf das nicht aussprechen. Der Pokéball gehört Maike. Lass ihn besser liegen. Ich dachte, du hast... Nein, ich darf es nicht aussprechen. Ich darf es nicht aussprechen. Es könnten Kinder zuhören. Denn ich muss ja ein Vorbild sein. Und wir sind alle gut erzogen und haben keine schweinischen Gedanken. Nein. Man kann ja auch keine schweinischen Gedanken haben bei dem Wort Bälle. Ja, hallo, das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mich eher gerne anziehen, aber was da los ist? Ich hab kein Pokémon. Was? Kannst du nicht nachschauen, was da los ist? Ich meine, das Pokémon macht so... Nein, ich sollte das nicht machen. Ich sollte das nicht machen. Hilfe! Ich werde von einer Katze verfolgt.